Moin und herzlich willkommen zurück zu F1 2020, zur Zeitfahrserie, wo wir jetzt uns endlich in der Phase befinden, in der es darum geht, sich tatsächlich zu verbessern. Also, ich habe jetzt überall eine Zeit gesetzt und wir haben ja beim letzten Mal schon kurz angefangen und jetzt geht's so richtig los. Also, jetzt sind wir gerade in Singapur, nass. Und da war ich zuletzt unter den Top 89% und das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Da habe ich mich extrem schwer getan. Ach ja, und noch was. Jetzt, wo ein Tag später, wo ich die ganzen Folgen aufgenommen habe. Aua. Ich habe die ganzen Videos am 12. Juli aufgenommen. Und am 13. Juli, das haben wir heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sind die ganzen Setups alle da. Genau am nächsten Tag. Herrlich. Also wir haben jetzt auch ein NAS-Setup für Singapur. So. Auf geht's. Und ich habe jetzt den Halo-Bügel reingenommen. Wie man sieht. Dürfte eigentlich nicht zu sehr stören. Vielleicht bei den auf der Geraden ein bisschen nervig. Oh je. Vielleicht auf der Geraden ein bisschen nervig, aber ansonsten müsste das eigentlich in Ordnung gehen. So, jetzt hat man es halt direkt vor der Nase, wo man hinguckt. Aber jetzt gucken wir auch schon wieder in die Kurve rein. Ahahaha. Ach, oh Gott. Oh je. Regen ist nicht einfach. Auch mit dem Setup nicht. Wie gesagt, ich bin mir nicht so sicher, wie viel ein Setup ausmacht. Aber ich denke mal, eigentlich dürfte es nicht so schwer sein, mich zu verbessern. Ich habe beim letzten Mal so lange hier an der Runde gehangen und die war so ein Krampf. Dann müsste das doch jetzt leichter sein, da was draufzusetzen. Jetzt habe ich eine Sekunde rausgeholt. Krass, was habe ich denn beim letzten Mal angestellt? Höchste Konzentration gerade. Nein! Ach Mann. 2 Sekunden schneller gewesen. Naja, aber irgendwann wird das bestimmt... Ach, irgendwann hat man sich bestimmt an die Bodenverhältnisse gewöhnt. Jetzt war ich erstmal langsamer. Großartig. Ja, das war schlecht gefahren. Ich meine, es ist auch wieder der Fall, dass Singapur nicht so die Strecke ist, die ich am besten kenne. Eigentlich sogar eine, die ich am schlechtesten kenne. Aber deswegen bin ich ja hier, auch um die Strecke besser zu lernen. Nicht nur um das Fahren im Nassen zu lernen. Dieser Geist irritiert jetzt gerade ein bisschen.
So, das war es, glaube ich, auch schneller als beim letzten Mal. Also noch schneller, also halt schneller. Als beim fehlgeschlagenen Versuch gerade eben. Noch auf der Strecke. Ich glaube, hier war die Stelle, wo ich mich gedreht habe. Naja, fast 6 Sekunden schneller. Meine Güte, das war wieder anstrengend. So, was heißt das denn jetzt für uns? Eben noch Top 89%. Ist die Frage, ob sich jetzt viel getan hat. Nicht so wahnsinnig viel wahrscheinlich. Also ab in den Rechner. 102 geteilt durch 137. 74. Na gut, sind wir unter den besten 74. Das schreibe ich mir eben auf. 74. Moment. 74. So, und jetzt geht's weiter mit 87%. Da haben wir einmal die USA NAS, die sind wir gerade erst gefahren. Aber wir haben auch Abu Dhabi trocken und der Abwechslung halber würde ich sagen, gehen wir mal nach Abu Dhabi. Unter trockenen Bedingungen. Das liegt nämlich ein kleines bisschen weiter zurück. Zwar nicht viel weiter, aber ein kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Eine Folge vielleicht mehr oder so, wo wir das letzte Mal gefahren sind. So. Setup laden. Abu Dhabi trocken. Hier. Und dann auf die Strecke. So, jetzt dürfte es wieder ein bisschen einfacher sein zu fahren. Ich bin langsamer. Eben war ich dann noch viel schneller. Ah, hier habe ich Zeit gewonnen. Gut. Oh, hier ein bisschen langsamer aus der Kurve rausgekommen. So, okay. Ein bisschen schneller gewesen.
Fast 2 Sekunden. 1,7 oder so. Und das Spiel ist abgestürzt. Herrlich. Das passiert immer wieder, wenn man versucht, Zeiten hochzuladen. Ja. Großartig. So. Dann starte ich mal das Spiel neu. Schön. Das ist immer, das, wie gesagt, das hatte ich beim letzten Teil auch schon mal. Beim 2019er. Dass das Spiel dann abstürzt. Ja gut, dann gucken wir schnell in die Statistik rein, suchen uns unseren Wert raus und also schnell das Spiel starten. Ja, ja, ist okay. Ja, da ist das Spiel gestartet. So. Zeit fahren. Ja, hier, genau. Dann das Auto auswählen. Ganz nach drüben. Warum geht's nicht schneller? So. Und jetzt die Rangliste. Für trocken war das. Ach so, das war schon trocken? Nee, Moment. Ja, ich drücke die falsche Taste. Moment. Machen wir, wechseln wir hier um. Trocken. So, jetzt ausrechnen. Rechner, Rechner, Rechner. 6837 geteilt durch 9557. 72. Ja gut, das ist ein bisschen besser als vorher. Und als nächstes steht dann wieder an USA NAS. Aber da haben wir jetzt auch ein Setup. Wir sind ja jetzt komplett. Also Moment, USA NAS, auf geht's. Los. So, dann Setup laden. Setup laden, dann USA NAS. Hier und los geht's. Die Strecke, wo man so wenig sieht. Ja, wenn ich so gleich aus der Kurve komme, starte ich nochmal neu. Nein, viel besser war das jetzt nicht, aber okay. Oh, da war die Kurve schon längst, der Scheidepunkt. Trotzdem schneller? So nicht. Ach man, das ist echt doof, dass man da den Scheitelpunkt erahnen muss. Gas. So. Da ist der Scheitelpunkt rum. Boah. Das war bestimmt nicht gut. Und da ist die Runde sowieso hinfällig. Oh. Ah. Katastrophe. Doppelte Schwierigkeit, ne? Ist vielleicht schwer genug, dass man die Kurven nicht richtig sehen kann. Der Boden. Die Bodenverhältnisse machen es halt auch nicht einfacher. Jetzt haben wir natürlich wieder einen schlechten Start hingelegt, aber na gut. Wenn der Rest gelingt, müsste ich das eigentlich hinkriegen können. Hier war ich zum Beispiel jetzt schneller. Immerhin.
Da ist die Kurve. Hey, das war auch schneller. Cool. Aber nicht viel. Aber gut, muss ja auch nicht. Ah, meine Güte, ey. Auch mehr Glück und Verstand zum Ende hin, dass es nochmal gut gegangen ist. Okay, dann gehen wir in die Garage zurück und schauen uns an, was das bedeutet. 67. von 96. Moment. 67 geteilt durch 96. 70. Also 69,7. 70. Dann sind wir da bei den 70%. So. Was steht als nächstes auf dem Plan? Aserbaidschan nass, wenn ich das richtig sehe. Das ist das nächste, was auf der Liste steht. Da haben wir 86% beim letzten Mal geholt. Aserbaidschan. Moment, da gehen wir mal von der Richtung. Bahrain. Ne, nicht Bahrain. Baku war das. Also Aserbaidschan nass. So. Aserbaidschanas, genau. 86%, das gilt es zu toppen. Ich erinnere mich, ich habe mich da auch beim letzten Mal sehr schwer getan. Das heißt, es müsste eigentlich recht einfach sein, da wieder was rauszuholen. Bahrain. Na, nicht, schon wieder Bahrain. Warum? Wie komme ich auf Bahrain? Ich brauche Aserbaidschan, also Baku. Wird dein aktuelles Setup überschreiben, ja. So. Gut. Dann. Auf geht's. Wow. Krass. Mit so einem Schlittern in so einer weiten Kurve hätte ich nicht gedacht. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Hui. Und jetzt auf. Ah, auf geht's. So, jetzt aber Gas geben. Das ist so einer dieser Momente, wo dieser Bügel in der Mitte ein bisschen stört. Auf Geraden halt. Weil es ja dann genau im Sichtfeld liegt. Boah. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der da nochmal ausbricht. So, jetzt Gas geben. So. Ist gar nicht so einfach, durch diese Kurven zu kommen bei Regen. Bei Trockenheit kann man ja einfach Vollgas geben. Das geht jetzt so nicht.
Okay, jetzt hat es besser geklappt. Nein, nicht blockieren. Nein, warum? Ach, Manu. Die Linie war schlecht, ne? Das war das Problem. Mal Angst, dass ich mich da doch nochmal auf die Schnauze lege in dieser, ja, in dieser Kurvenkombination da vor Startziel. Oh. So, jetzt. Ja, okay, diesmal mehr oder weniger überlebt. Ja, der vor uns, die hat auch Probleme. So, jetzt Gas geben, aber ganz vorsichtig. So, traue mich erst jetzt Vollgas zu geben. Jetzt müssen wir schon wieder bremsen. Na, bloß gerade bleiben. Oh, das hat bestimmt Zeit gekostet, ich kann gar nicht rüber gucken. So, jetzt. Ja, das Runterbremsen hat eben nochmal Zeit gekostet. Naja, gut, ein paar Sekunden haben wir rausgeholt. Immerhin. Und den Rivalen schlagen wir anscheinend auch. Juhu. So. Und auch hier verbessert. Schön. Das heißt, wenn wir uns jetzt wieder das ausrechnen, sind wir bei... Moment... Wahrscheinlich herausgeholt. 87 geteilt durch 124. 70, genau 70. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich sage Dankeschön an euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.